damit nochmals ein herzliches Servus aus der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena zum zweiten DL2-Halbfinalspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den EC Kassel Huskies. Der ESV Kaufbeuren in Rot spielt von links nach rechts und die Huskies in Weiß von rechts nach links. Erster Versuch in Richtung Grant Maxwell. Jack. Ah, Klassik gespielt. Und die Scheibe ist im Tor. Achte Spielminute. Und wir haben das 0:1 für die Kassel Huskies. Ja, Ishak bringt die Scheibe nicht weg. Und da ist, ja, wer sonst? Janik Valenti zentral vor dem Tor, ganz viel Verkehr vor Daniel Fiesinger, der nur spekulieren kann. Fünftes Playoff-Tor von Janik Valenti. Burkhardt, schöne Einzelaktion, zieht vors Tor und die Scheibe ist im Tor. Thomas Heigl mit der schnellen Antwort für die Hausherren. Hier sehen wir es. Janik Burkhardt überragend gegen Peter Haar. Bringt die Scheibe vors Tor und dann bekommt sie Thomas Heigl mit seinem ersten Playoff-Treffer. Der schnelle Ausgleich für den ESVK. Aber nochmal, ja, die Vorarbeit von Janik Burkhardt, der da Peter Haar ganz alt aussehen lässt. Par excellence. Der ESVK hat die Antwort suchen müssen und sofort parat gehabt. Von Keck wird geblockt. Und die Scheibe war nicht draußen und dann ist sie im Tor durch Daniel Weiß. Der macht das 2:1 in der 11. Spielminute. Haben wir die ganze Routine gesehen von Weiß. Er lupft Max Hopps da den Schläger, dann kommt die Scheibe zu ihm durch. Und dann passt der Puck ganz genau rechts unten. Daniel Weiß ins leere Tor vollenden konnte zum Endstand von 5:1. Jetzt aber abgefälscht von Spurgeon vor dem Tor. Der Heigl auf Oswald, kann aber nicht direkt abziehen. Spurgeon scheitert seinen bekannten Move. Sehr aggressiv von Schwarz rausgegangen. Oh, klassisch Schläger von Steven Seigo. Gefährlich von Kotziol. Das muss gut gehen, das tut's auch. Der macht das 2:2, Fabian Kotziol. Maxwell da komplett verdutzt, wenn wir es gleich nochmal sehen werden. Ja, wie du gesagt hast, Markus, es muss gut gehen. Fabi Kotziol geht in den Zweikampf, kann die Scheibe dann behaupten und aus ganz, ganz spitzem Winkel haut er die Scheibe über die Schulter von Brandon Maxwell zum Ausgleich ins Tor. Perfekter Schuss des Verteidigers und der ESVK belohnt sich mit dem Ausgleich. Burkhardt kommt raus mit der Scheibe. Geigel. Scheibe liegt kurz frei. Von Maxwell. Ja, das schien da trotzdem ein bisschen durch, Maxwell. Schütz mit dem Schuss und wieder Maxwell zur Stelle. Zweiter Versuch, Joel Koisen. Oh, klasse! Ryan Schwarz hat das leere Tor vor sich. Versucht Alex Ziel, Simon Schütz von der blauen Linie und die Scheibe ist im Tor. Simon Schütz in der 39. Spielminute bringt er den ESVK zum ersten Mal in Front. Ich glaube, Faber sagt schon zu Joey Lewis, ja, das sollte passen. Rückpass von Thiel auf. Schauen wir nochmal.
Ah, hier sehen wir es wahrscheinlich am besten. Ja, das könnte ein ungutes Tor sein in meinen Augen. Ja, Laaksonen. Kontakt ist unzweifelhaft da und Maxwell komplett gestört, dass er hier einen Abwehrversuch nehmen kann. Zwar lässt die Scheibe laufen, Watson, Schläger kaputt, Oswald mit dem Schuss und am Tor vorbei. Ja, Watson da mit einer Ungenauigkeit, muss jetzt aufpassen, Ryland Schwartz gegen Fiesinger, Fiesinger hält zum ersten, zum zweiten. Scheibe da nicht. Ja, steht schlecht zur Scheibe. Wieder Thomas Heigl. Ja, enge Box. Tor! Durch Sebastian Gottschick! Ich wollte gerade sagen, die Huskies stellen eine gute enge Box und dann Watson, Spurgeon und Gottschick vor dem Torhüter und Sebastian Gottschick fällt entscheidend ab. Das ist der perfekte Start für den ESV Kahn, dieses Schlussdrittel. Watson schießt und dann ist Sebastian Gottschick mit dem Schläger dran und fällt die Scheibe ab. Maxwell dann ohne Chance. Und der ESVK geht in Front mit 3 zu 2. Oh, gut gemacht von den Huskies. Und da ist der Ausgleich. Die Scheibe bleibt liegen. Ryan Olsen ist der Torschütze für die Huskies. Die nur wenige Sekunden nach dem Kaffeuerführungstreffer den Ausgleich erzielen. Ja, 18 Sekunden hat es gedauert. Johannes Kraus will da hinten durchgehen und Eric Arrott passt dann auf, bekommt die Scheibe, legt sie vors Tor und im Slot, da ist niemand außer Ryan Olsen. Und so schnell wie der ESVK die Antwort beim 1:1 parat hatte, so schnell jetzt auch die Huskies. 18 Sekunden haben sie gebraucht. Und Fiesinger kann parieren. Das sehr agil gewesen, konnte Kotzöl abschütteln. Und die Huskies halten die Scheibe drin. Keck, Christian Keck, und der macht das Tor. 3 zu 4 für die Huskies in der 49. Spielminute durch Tristan Keck. Ja, Joey Lewis da sehr viel Druck bekommen von Peter Haar. Tristan Keck kommt frei zum Abschluss und er lässt sich natürlich nicht zweimal bitten. Seinem vierten Playoff-Tor, Tristan Keck zur 3 zu 4 Führung für die Huskies. Und 2 auf 1 Konter für die Huskies. Ryan Olsen verzieht, Schuss geht drüber und damit verpasst er die Vorentscheidung. Mit Geschwindigkeit, Simon Schütz, Scheibe in Richtung Tor. ESVK hält die Scheibe drin, Joey Lewis auf Gottschick. Und die Scheibe ist im Tor! 4-4 Ausgleich, 22,8 Sekunden vor Ende der Partie. Jetzt. Schuss kommt von Gottschick, schießt da Heigl an, keine aktive Bewegung zur Scheibe. Schauen Sie sich auch auf die Wiederholung nochmal an, die Schiedsrichter. Und Fiesinger ganz akrobatisch behält er den Überblick. Scheibe. Viel Platz dafür. McAuley legt ab und die Scheibe geht an die Unterkante der Latte. Hatte zu viel Platz und da konnte er dann die Scheibe durchstecken. Zu Valenti. McAuley mit dem Schuss. Und die Scheibe ist im Tor. Die Kassel Huskies gewinnen Spiel 2 der Serie mit 4 zu 5. Und Steven McAuley macht in Spielminute 70 den Deckel drauf. Das ist immer schwierig zu sehen. Kotzer will da noch irgendwie eingreifen. Fiesinger ist unten. Aber der Pass ganz genau, unhaltbar für Daniel Fiesinger.
hatte sich schon angedeutet. Valetti eben mit dem Lattenknaller.